Ich muss immer ganz, ganz viel lachen, Leute, in meinen Livestreams. Und ja, wir haben hier immer noch die Begegnung Herausforderer gegen Close to the Edge. Aber ich habe tatsächlich mal während meines Livestreams etwas aufgenommen. Das seht ihr jetzt hier. Also ich habe euch das Ganze ein bisschen zusammengeschnitten. Ich hoffe, ihr seht mir das nicht ganz übel auf dem Mittwoch für euch. Hier so ein bisschen zusammengeschnipselt aus dem Stream vom Montag. Und aber es war eine ganz witzige Situation. Und es gibt wirklich diese Bases, die so richtig unangenehm sind. Also die keiner machen will, sich aber jemand markiert und weiß gar nicht, warum habe ich mir die jetzt markiert und muss sie auch noch angreifen. Also das war überhaupt der Lacher schlechthin. Und guckt euch das gerne an. Ich weiß, dieses Format ist ein bisschen komisch für euch, aber vielleicht gefällt es euch ja doch. Und dann würde ich sagen, ich spreche dann noch ein Nachwort. Und es gab auch okay, es gab auch die Akupunktur von Clash of Clans, also auf dem Kanal von Clash of Clans, auf den offiziellen, gab es heute ein kleines YouTube, gab es ein YouTube Shorts, sehr, sehr nett anzusehen, könnt ihr euch angucken, habe ich glaube ich auf Twitter verlinkt und sehr, sehr nett, aber erstmal jetzt hier in die kleinen Livestream-Szenen rein. Leute, keiner will diese Base hier, keiner will diese Base, aber sie ist trotzdem gefleckt. Das ist das Witzige. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass jemand hier eine Flagge dran setzt und weiß gar nicht, warum er das überhaupt macht. Ich meine, die Base die Base ist semi. Du kriegst halt mit Sneakies hier die Clanburg rausgeballert, ne? Muss man ganz klar sagen. Und da musst du dir keine Gedanken mehr um Clanburg-Truppen machen. Aber hier unten ist vieles an Verteidigung, was nur geht. Unsichtbarkeitsding. Ein Spelltower mit Wut für was auch immer. Ja, das muss man sich auch überlegen. Was ist in Wut? Sind eigentlich auch die Helden in Wut? Oder sind nur die Verteidigungsgebäude in Wut? Wizards. Wutet der auch die Helden? Okay, der wutet auch die Helden, alles klar. Ja, da würde ich sagen, so 10 bis 12 Headhunter. Oh mein Gott, ich hätte da jetzt keinen Bock drauf. Und Schnaps ist auch keine Lösung, glaube ich. Da muss man Eier haben. Das muss ich mal gerade aufnehmen. Hier, Leute, es gibt ehrenlose Bowler. Wusstet ihr das, dass die Bowler ehrenlos sind und lassen die Queen in der Mitte sterben? Ich wusste es bis heute noch nicht, aber scheinbar ist das ja so. Und damit eine weitere Anekdote hier aus der Liga hier. Wir haben Spaß, wir spielen Liga und meine Truppen gehen auf jeden Fall nicht zum Rathaus. So, wir sehen jetzt einen Angriff auf diese unbequeme Base hier. Und wir gucken mal, was er sich da hat einfallen lassen. Also wirklich, es gibt schon wirklich ekelhafte Bases hier. In Clash of Clans eine dazu. Oder eine davon ist auf jeden Fall diese hier. Denn du musst erstmal in das Rathaus reinkommen, um hier mit den Sneakies weiterzubekommen. Oder überhaupt die Sneakies weiterzubekommen. Unsichtbarkeitszauber an der Clanburg, damit wir am Rathaus, damit wir das Rathaus unsichtbar gemacht. Und auch noch der Wutzauber. Das heißt, so ziemlich alle Helden, nicht ganz alle Helden, sind hier in Wut. Aber hier kommen die kleinen Süßen. Eine Falle auch nochmal übersprungen hier. Zack, 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 zack. Und schon war es das mit dem Rathaus. Also ein Stern ist hier schon mal drin. Geht es mit der Blimp weiter. Also ganz normaler Blimp-Lalo-Angriff eigentlich. Außer, dass er jetzt ein paar Truppen eingebüßt hat durch die Sneaky Goblins. Durch die Sneaky Goblins. Und deswegen hat er sich da auch so ein bisschen, ich sag mal so, überhaupt nicht vom Wege abbringen lassen. Er muss halt jetzt nicht mehr so tief die Blimp reinspielen. Hier hat den Scatter nicht mehr ganz bekommen und auch den Multi hier nicht. Aber braucht er halt jetzt nicht so nah Richtung Rathaus kommen. Also auch so kann man es machen, Leute. Und letztendlich haben uns hier oder fehlt uns eigentlich nur ein Stern. Und den haben wir jetzt schon drin. Also wir haben in jedem Fall auch diese Partie hier gewonnen. Und falls ihr euch gerade wundert im Livestream, ich habe gerade die Aufnahmetaste gedrückt, weil ich muss ein bisschen Content haben für meinen YouTube, falls ich nicht dazu komme, etwas für euch aufzunehmen.
dann habt ihr wenigstens ein bisschen Live-Content. Ich hau da ein bisschen geschützte Mücke rein und dann sehen wir hier ultra spannende Clash of Clans Liga-Angriffe hier live. Für euch dann nicht mehr ganz so live, aber ich muss dann auch nicht darauf warten, dass wieder irgendeine Wartungspause mir die Wiederholung versaut. Die letzte hat mir die Wiederholung nicht versaut und diesen Angriff haben wir auf jeden Fall live geguckt. Hier richtig schönes Ding. Weiß zwar schon, wie es ausgeht, aber ihr noch nicht. Edgemann. Jetzt ich so, was glaubt ihr? Ich halte das Video mal an. Werden es 2 oder werden es 3 Sterne? Es riecht ganz hart nach 3 Sternen. Es riecht ganz, ganz hart nach 3 Sternen. Allerdings fragt man sich manchmal, warum? Jetzt müsste man natürlich messen. Der Weg hier, Queen, Bauhütte, zu Queen, nächstes Gebäude hier. Warum dreht die um? Wahrscheinlich nur deswegen, wegen der Entfernung. Weil die hat ja jetzt eben auf die Mauer da geballert und hat umgedreht und meint, sie müsste da durchgehen. Genau, der Multi ist weggemacht worden, ja. Der Multi ist weggemacht worden. Sehr ärgerlich. Aber wie willst du sowas planen und peilen? Na, hätte, wäre die Queen nämlich dann hier oben hingegangen mit Pony. Und dann, mit den vielen Getier hier, geht die hier den Außenweg. Ich hoffe, so Fuchs wäre die dann gewesen. Und deswegen hat er sie auch so spät gezündet, okay. Aber trotzdem, Leute, 96% und gewonnen. Nach Sternen gewonnen, ne? Nicht nur nach Prozenten. So. 160 für uns, 150 für Close to the Edge. Okay, die haben also doch noch angegriffen, haben noch 15 Angriffe gemacht, aber 2 Sterne. Die hatten bis dahin 26 von 14, 26 und damit sind wir nochmal 10 vorne, also 170, 150. Nächster Gegner sind die Close to the Edge. Es geht gegen den zweiten. Puh. Okay. Ich glaube, das steht jetzt aber auf einem anderen Blatt Papier. Ich hoffe, diese Live-Mitschnitte haben euch trotzdem ganz gut gefallen. Und der Fast-Dreier hier hat euch auch ein bisschen angehypt. Also bleibt dran hier beim klaren Herausforderer gegen Close to the Edge, denn morgen mache ich mal so ein kleines Recap aus diesem Clankrieg, denn der war ganz, ganz besonders. Ganz, ganz besonders, was die Clankriegs-Angriffsstrategie unseres Gegners anging, denn es wird sehr, sehr, oh, sehr, sehr langweilig. Aber guckt morgen in den Kanal rein am Donnerstag. Also vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis heute Abend. Euer Toto. Echt.